Kaum wahrnehmbar kommen die ersten Vorboten des Karma. Kaum wahrnehmbar deutet sich an, dass etwas anderes in dein Leben hineintreten will. Kaum wahrnehmbar ändert sich manchmal die Thematik in deinem Leben. Kaum wahrnehmbar kommen die ersten Schritte zur Veränderung. Aber wenn du täglich meditierst, wenn du Yoga übst, einen sattwigen, reinen Lebensstil hast, wird es dir leichter fallen zu merken, wenn Dinge sich verändern, wenn Menschen sich verändern, Beziehungen sich verändern. Kaum wahrnehmbar sind manchmal auch die Fortschritte der spirituellen Entwicklung. Manchmal meditierst du intensiver, du übst Yoga intensiver, du machst deinen Lebensstil rein und du hoffst auf große Veränderungen. Und manchmal hast du ja auch vielleicht gerade in der Anfangszeit deiner spirituellen Entwicklung massive, revolutionäre Veränderungen in dir gespürt. Oder du hast von anderen gehört, so wie sie mit Yoga begonnen haben, hat sich ihr Leben so wunderbar verändert. Und jetzt sind vielleicht deine Fortschritte kaum wahrnehmbar. Vertraue trotzdem darauf, wenn du regelmäßig meditierst, wenn du bewusst an dir arbeitest, du machst spirituelle Fortschritte. Schaue mal zurück, wie war es vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor 2 Jahren. Manchmal hilft es, länger zurückzuschauen und dann stellt man fest, was mich vor 2 Jahren so durcheinander gebracht hat, heute kann ich das gut angehen. Was meine Themen vor einem halben Jahr waren, die habe ich gut angegangen. Ja, auch wenn mein Fortschritt kaum wahrnehmbar ist jetzt, er ist doch spürbar und deutlich.